Kann das Jobcenter mich zwingen, eine Rente zu beantragen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, das Jobcenter kann Sie tatsächlich dazu zwingen, einen Rentenantrag zu stellen, aber nur für den Fall, wenn die vorgezogene Altersrente auch mit Abschlag deutlich höher ist als Ihr Hartz-IV-Satz, den Sie zurzeit beziehen. Es gibt natürlich davon Ausnahmen und die stehen in der Unbilligkeitsverordnung drin. Also auf die einzelnen Ausnahmen möchte ich mal nicht eingehen, sondern nur so ganz allgemein das mal erläutern. Und da sagt das Gesetz, unbillig ist die Inanspruchnahme einer Altersrente, wenn der Versicherte oder Sie durch die Beantragung der Altersrente selbst ein Hartz-IV-Empfänger werden würden. Und um das zu ermitteln, geht das Jobcenter praktisch wie folgt vor. Es fordert Sie auf, meistens mit dem 61. oder 62. Lebensjahr, eine aktuelle Rentenauskunft von Ihrem Rentenversicherungsträger beizubringen. In der aktuellen Rentenauskunft steht dann der Prognost, also steht dann die Regelaltersrente drin, die Sie mal später erhalten würden. Und das Jobcenter macht jetzt Folgendes. Es nimmt 70% von dieser zu erwartenden Regelaltersrente und vergleicht diesen Betrag mit dem Hilfebedarfssatz, den Sie zurzeit haben. Warum die 70%? Von der zu erwartenden Regelaltersrente müssen noch Abzüge gemacht werden. Und zwar Krankenkassenbeiträge, Pflegebeiträge und auch die Abschläge, wenn Sie mit 63 eine Rente bekommen. Die müssen da auch mit reingerechnet werden. Deswegen hat der Gesetzgeber pauschalisiert gesagt, 30% ziehen wir hier ab. So, wenn wir jetzt also das Ergebnis der Berechnung feststeht, dass die zu erwartende Regelaltersrente, die 70% davon, niedriger sind als der derzeit bestehende Hilfebedarfssatz Hartz IV von Ihnen, dann darf es keinen Rentenzwang durch das Jobcenter geben. Mal hier ein kleines Beispiel. Sie bekommen später einmal eine Regelaltersrente von 900 Euro. Davon sind 70% 630 Euro. Ihr Hilfebedarfssatz Hartz IV beträgt zurzeit 700 Euro. Das heißt also, Sie liegen mit den 630 Euro deutlich niedriger als 700 Euro. Deshalb darf das Jobcenter hier keinen Rentenzwang ausüben. Weiterhin darf das Jobcenter keinen Rentenzwang ausüben, wenn Sie zum Beispiel in nächster Nähe eine abschlagsfreie Rente zu erwarten haben oder Sie einen Job, einen sozialversicherungspflichtigen Job machen, der größer als ein Minijob ist oder ein solcher Job in nächster Nähe zu erwarten ist. Näheres zu diesem Thema und zum Rentenzwang bei Hartz IV finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.